machen wir ihn. Import setzt Handelssanktionen in Kraft. Schränkt ab sofort Importe aus Abkhazia ein. Na, das wird ja wieder mal so ein bisschen düstere Politik hier. Da werden wieder welche abgelehnt, glaube ich. 11. Dezember 82. Oh, Sergio kommt wieder. Impor hat seine Grenzen für Importe aus Abkhazia geschlossen. Auf Anfrage des Ministeriums für Handel wird das Ministerium für Grenzschutz auf diese lachhafte Schikane in angemessener Weise reagieren. Alle Einreisewilligen aus Import sind abzuweisen. Es lebe Afrika! So. Okay. Schönen guten Tag. Und da kommt schon die erste aus Import. War ja klar. So. Das wird dann einfach. Zack, zack, zack. Diskrepanz verhören. Zack, zack, zack. Sie können wieder nach Hause gehen hier. Nächster. So, schönen guten Tag. Kommen Sie auch aus Impor? Ja, natürlich. Sie kommen auch aus Impor. War ja klar. So, dann. Keine Einreise aus Impor. Imporaner. Verhören. Und die können wieder nach Hause gehen. Flop. Flop. Hier. Mit. Und ab dafür. So, nächster. Schön und klar. Ah, das ist kein Import. Die ist aus Orbage von uns. Das ist eine von uns. Mit meinem Vater gearbeitet. Warst du doch damals für ein kleiner Rotzlevel? Ja, deswegen wird man Grenzbeamter. Deswegen wird man Grenzbeamter, genau. So, Vilnoska. Boah, ist die alt. 84, Orwetsch, das stimmt. 1,75 kommt hin, 49 Kilo kommt hoch hin. Rosenfeld-Distrikt gibt es, alles klar. Meine Liebe hier. Dann noch, bring mal einen Kuchen vorbei. Ja, mach das. Grüß mich, Nirsk. Tschüssi. So. Nächster. Ach, Locke. Hallo. Import. Das wird einfach. Keine Einreise. Zack. 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 Stempel, Stempel. Hier. Und hier. Gehen Sie nach Hause. Nächster. So, guten Tag. Miss Ride. Arbeiten. Wo ist denn Ihre Arbeitserlaubnis? Und warum haben Sie einen Transit? Das ist nicht ganz passend. Was möchten Sie denn hier nun machen? Arbeiten oder durchreisen? Also durchreisen. Na gut. Okay, dann prüfen wir das mal. Nummer stimmt. Ablaufdatum stimmt. Auch noch, ja, also noch 10 Tage Zeit. Der Pass ist noch gültig, St. Marmaro gibt es in Antigrien, 53 Kilo kommt hin, 1, ist ein bisschen größer als 1,61, oder? Würde ich jetzt mal so sagen. Na gut, dann nicht. Okay, na gut, dann hier, zack, ist auch noch gültig. Und viel Spaß. Nächster. Hallöchen. Frau Borgi, Sie wollen arbeiten. Einige Monate. Gucken wir mal. 2 Monate Arbeit. Ja, das passt. Stefanie. 1.1.83. Das kommt noch hin. Das passt auch. Da gucken wir gleich nochmal auf die Stempelchen. 50 Gewicht passt nicht. So, dann kommt der Nacktscanner zum Einsatz. So, einmal bitte lächeln und das Vögelchen und nochmal. So, zeig dich mal. Oh, okay. Also, meine Liebe, mit einer Knarre kommst du hier nicht rein. Nicht in meinen Grenzbereich, nicht hier. Nee.
Ach, Sie wissen nicht, dass Sie eine Knarre am Rücken getaped haben? Hier, Knast ab! Passt auf, die ist bewaffnet. So, nächster. Grafikdesigner sind auch gefährliche Leute heutzutage. Ach, du wieder. Dort. Was machst du denn schon wieder? Ist schon wieder zu schwer. Guck mal hier auf dein Gewicht. Das kann nicht sein. So. Bitte einmal lächeln und in den Scanner gucken. Jotti, du hast geschmuggelt. Das ist nicht gut. So, Falle. Er gibt sogar noch zu. Sorry, nein, Junge. Knast. Danke, dass du mich auch noch lobst, während ich dich gerade rausschicke. Finde ich super. Das nenne ich Schwarzgeist. Das nenne ich Schwarzgeist, Jotti. So, nächster. Hallihallo. Darius. Ricky L. Darius. 30 Tage Besuch. Die Nummer stimmt. Der Name stimmt. Das Ablaufdatum stimmt auch. Das stimmt. Glatte Haare stimmen. 59 Kilo stimmt. 1,72 stimmt. Das schingelt nicht. Ist alles klar. Sie dürfen ein. Bitte schön. Nächster. So, schönen guten Tag. Julian Morcano. 84 Kilo, 1,69. Kommt hin. Die Nummer stimmt. Ablaufdaten stimmen alle drei. Was hat er jetzt gesagt? Freunde besuchen 8 Wochen. Ja. Schingelten gibt es. Ja, schön. Kommt hin. So, dann willkommen in Afrika. So, nächster. Oh, das war ein Krimineller. Ja. Oh, da habe ich jetzt gar nicht mehr drauf geachtet. Mist. Diplomat mal wieder. Good luck. Forzka steht drin, ja, das ist aus Antikrien. Antikrien, das Siegel, ja, das Siegel stimmt. Gültig ist er auch noch. Alles klar. Dann viel Spaß. Nektar. So, was haben wir denn hier? Das ist doch wieder Impor. Das ist Impor. Brauche ich den Rest gar nicht reinhängen. Die ist ja sofort abzuweisen hier. Da. Diskrepanz. Komm hier. Grund. Stempel. Ablehnung. Hier. 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 Und ab nach Hause. So. Gleich geht's weiter. Ah, zack, ist sowieso zu Ende. Oh. Schlafen. Import endet Sanktion. So schnell? Was ist denn passiert? Ja, Grenzdruck. Zur Arbeit gehen. 12. Dezember, 82. 12 Tage bis Weihnachten. Oh, unser Sohn hat uns ein Gemälde gemalt. Wie schön. Wie schön. Komm hier. Wir dürfen mal aufmachen. Ach, da kommt der Chef. Da kommt der Chef. Zum Glück haben wir es noch nicht aufgehängt. Impor hat seine verfehlte Politik korrigiert. Imporen ist ab sofort wieder die Einreise gestattet. Heute wird Ihnen die Abteilungsleitung für den Distrikt Ost erneut einen Besuch abstatten. Es lebe Afrotska. Ich hab's schon abgemacht. Ich hab's schon abgemacht. Och Mann, Arschloch. Yeah.
Okay, Pierschowska soll ich durchwinken. Ah ja, so wird das gemacht, so wird das gemacht. Jetzt hängen unsere Bilder wieder auf. So. Arschloch. Ist lieber fuck. So. Das Ding sieht so ein bisschen aus. Da ist das Bild von unserem Sohn ein bisschen noch viel schöner. So, dahin. So. Was ist jetzt wirklich Ihre Reise? Ah, Diplomat. Alles klar. Azrotzka ist genehmigt. Obristan. Jetzt wollen wir unseren Lohn einbehalten, nur weil wir was an der Wand hängen hatten. Was für ein Idiot. Okay, der Pass ist noch gültig, das Foto stimmt auch. Einreise ist genehmigt. Ah, der Grundstempel gibt es nicht. Ach nee, wir haben ja kein Verhör gemacht. Ich dachte schon, wir hätten sie wieder entfernt. Hä? Ausstellende Stadt. Alles klar. Ach, er wieder. Guten Tag. Au. Der Möchenmörder stammt aus Antigrin. Er hat es auf einen Etzig-Agenten in Azrotzka abgesehen. Jemand muss ihn aufhalten. Sein Name lautet Khaled Istov. Nicht vergessen. Ist mir egal. Ich bring hier keine Leute um. Ich bring hier keine Leute um. Nicht, nee, meine ich. Also nicht irgendwie auf eure Auftrag. Gibt's nicht. Nächster. Den lassen wir durch. Den, ich vergiss hier keinen. Sorry. Geht mein nicht. So. Valerie Saladay. Zeig mal her, was du Schönes hast. Ein Jahr Arbeit passt, Nummern passen hoch, der Ablauf passt hoch, oder mal, nee, passt nicht. Zu der Zeit gab es noch gar keine anderen Identitäten. Dann kann ich sie nicht reinlassen, das tut mir leid. Abgelehnt, bitte, 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 bitte und wieder nach Hause. Na klar. Hallihallo. Impor. Die dürfen ja wieder rein. Transit einige Tage, stimmt. 8.12. Nee. Das ist abgelaufen. Ihr habt Pech gehabt. So, hier. Ab nach Hause. Necker. Schon wieder die Presse. Wie oft soll ich euch noch sagen, dass ihr hier nicht reinkommt? Vorschriften. Ich zeige Ihnen das jetzt nochmal. Da, Sie haben keine gültige Einreisegenehmigung. Sie haben kein Recht hier einzureisen. Abgelehnt, abgelehnt. Bitte, bitte und wieder weg. Faschist. So, hallöchen, meine Liebe. Hoskin, Lauren. Die Nummer stimmt, sie wollen einwandern, alles klar. Das stimmt auch, das stimmt auch, das ist auch gültig. Sagt mal, warum gibt es. Das Gewicht stimmt nicht. So, aber den Nacktscanner. Bin ich ja mal gespannt. Ja, schon wieder eine Knarre. Meine Fresse. Ja, Sie wissen nicht, dass da hinten eine Knarre an Ihrem Rücken klebt. Hm, sicher. Davon wissen Sie gar nichts. Aber ich weiß, dass Sie in den Ball gehen. So. Hol die mal raus, ich will weitermachen. Da stehen auch genug Leute in der Schlange. So, nächster. Hallo. Mao Zitronenverschnitt. Aus Antigrien. Mit Stirnglatze. 95 Kilo, das passt. 71 passt hoch. 14 Torge. Transit. Ist richtig. Simon Evans. Name stimmt. Glorian. Ich glaube, ja, das lag in Antigrin. Das ist richtig, das ist richtig. Die Nummer stimmt auch. Ja, dann hier Ihre Einreise.
viel Spaß. Guten Tag. Hallo. Eastern Kalle, das ist der, den wir umbringen wollten. Hier. Nee. Ich bringe ihn nicht um. Woher weiß ich, dass die Wahrheit sagen? 3 Monate, Freunde besuchen. Ja, 10.01.83. Wir könnten ihn auch einfach ablehnen. Das wäre die andere Option. Riskieren wir einen Strafzettel und lehnen ihn einfach ab. Das machen wir. Die geht nach Hause. Nächster. Rechner ist aber einsageberechtigt. Ich habe ihn aber vor sich selber gerettet. Beziehungsweise, dass er keinen umbringt, ja? Alexa hat wieder gelabert. Alexa, es reicht. Aus. So. Weiter geht's. Alexandra Takayuki, schöne Künste. Das ist nicht Alexandra. Drücken den Pass. Wäre ja lustig, wenn da jetzt noch ein dritter Name stehen würde. Kein Alias bekannt. Naja. Aber hier 2 verschiedene Namen. Zeig mal her. Kein Alias bekannt. Ja, ich will dahin. Diskrepanz. Ach ja. Davon wissen sie wieder nichts. Ah, dann geht's auf den Bau. Ab. So, nächster. Hallo, wie geht's? So, da fehlt aber der Einreisebeleg, ne? Haben Sie den mit? Verloren. Denn tut mir das leid, dann muss ich sie leider ablehnen. Bitte. So, schönen guten Tag. Michaela Sokol. Geburtsdatum passt. 1,67. Ich würde sagen 1,70, aber ja, das ist der Haarensatz oben. 60 Kilo, Ostchristin. Jo, kommt hin. Verbrecher ist auch keine. Ja, dann willkommen in der Heimat. Es lebe Adolfka. Nächster. Oh, sind sie groß. Meine Fresse. Das ist ja wirklich schon 1,91. Ja, das dachte ich mir halt. Nathaniel Meyer. 2 Tage Transit. 18.12. Da haben sie ja gerade mal abgegabt. Die Nummer stimmt. Skull gibt es in Obristan. Das ist richtig. Dann haben wir noch das Ablaufdatum. 83. Da sieht gut aus. Oh, bitte. Hier. Willkommen in Afrika. Und wir machen Feierabend wieder. Ein neuer Tag ist gut. Was? Mist? War da nur ein Schreibfehler? Ja, danke, du Arschloch. Zum Glück habe ich noch genug Ersparnisse. Afrika! Bereit, einen täglichen Verräter aufzunehmen. 13. Dezember 82. Ein Sonderprogramm für politisches Asyl ist aufgelegt worden. Asylsuchende müssen einen gültigen Asylbescheid vorlegen. Einreisende mit einem solchen Bescheid benötigen weder eine Einreisegenehmigung noch einen Ausweis anhand. Es lebe Afrika! Schön. Sehr schön. Kommt da hin. So. Kommen Sie rein. Da fehlt was. Also ein Pass musst du schon haben, du bist vor allen Dingen Atrotskaner. Ein Pass ist das, was du bräuchtest, um reinzukommen.
Und weil du ihn nicht hast, kriegst du das hier. So, viel Spaß. Schönen guten Tag. Westen, Glyfka, Westen. Sie suchen Asyl. So, dann mal bitte Fingerabdrücke. Die sehen übrigens gut aus. Ja, das sieht doch gut aus. Das passt doch, glaube ich. Ja. Sehr schön. Ja, Westen. Ich habe hier nochmal das Gewicht. Das passt. 1,61 kommt hin. Die Passnummer stimmt auch. Sind der 12. ist richtig. Und ist ja der 13. Aber vielleicht ist das gar nicht so wichtig. Wir checken das trotzdem mal. Sicher ist sicher. Ja. Also ist das auch wieder nur Maximaldatum. Okay, dann willkommen in der sicheren Heimat von Azotka. Ja, ist so viel besser. Ich muss an der Grenze sitzen und stempeln. Und die behalten mein Geld ein, nur weil ich, weil ich was an der Wand hängen habe, was nicht von denen ist. Schweine. So. Liang Diao. Das stimmt. Was hat sie jetzt gesagt zu uns? Durchreise, 14 Tage, das kommt ja genau hin. Nummer stimmt, Gewicht stimmt, Größe stimmt, Shingleton ist richtig. 83, 21, 26, ja, dann. Nee, dann nicht. Foto. Sie sind das. Bitte mal die Fingerabdrücke. Sie sind das wirklich. Tja. Zu viel. Das ist ein Riesenunterschied zu dem Foto. Bitte. So rein. Gehen Sie rein. So, hier kommt jetzt. Hallöchen. Wieder jemand, der arbeiten will. Herr Maslow. Was willst du? Der will abgelehnt werden. Nee, sorry. Bitte. Sie dürfen rein. Es musste sein. So, hallo. Diplomat. Nach Kropka, stimmt. Dann gucken wir doch mal, ob das. Der Pass ist auch noch gültig. Der Name stimmt. Die Passnummer stimmt. Jetzt gucken wir, ob die. Der Stempel stimmt von Antikrien. Ja. Gut. Dann. Herr Diplomat. Viel Spaß. Bis lieber auf Kropka. Geschlecht. Mist, da hab ich mich drauf gehabt. Die Zeit ist nicht weiter, in 3 Tagen komme ich mit dem richtigen. Und was? Was? Nö. Okay. Na gut. Wenn du sie dann wieder kriegst. So, nächster. Ja, ich weiß. Ausweisanhang fehlt, kein Bußgeld. Da konnten wir das nochmal riskieren. Asyl! Da will wieder jemand Asyl haben. Svetlana Dombrovska! Dann gib mir mal deine Fingerabdrücke, Svetlana. So, Jennifer alias Jennifer Matz. Naja, das haben wir da auch drin. Stimmt. 76 Kilo, 1,72, das kommt auch hin. Fingerabdrücke stimmen. Jetzt gucken wir uns mal den Rest an. Ob da auch alles richtig ist. Passnummer ist richtig, Geburtsdatum ist richtig. Gültigkeit ist auch da. Jo, dann, Sveti.
Ja, doch so rein. Hier, Stempel. Bitte. Viel Spaß in der Trotzka. So, nächster. Sie wollen arbeiten, Petra. Für ein halbes Jahr. Okay, gucken wir das mal an. Ja. Oh, was ist das denn? Scheiße! 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 Mist! Fuck! Ja, guck mal auf die Papiere und. Oh. Meine Schwester wurde verhaftet? Ja, gut, nehmen wir die Tochter mal ran.